Wow! Hey, du Weltenbummler! Bist du bereit für eine neue Herausforderung? Schau dir die 11 unbekanntesten Orte an, die du auf keiner Karte finden wirst. Du denkst darüber nach, wo du deinen nächsten Urlaub buchen kannst? Sicher, du könntest einer dieser Millionen von Touristen sein, die jedes Jahr Länder wie Frankreich, Indien oder Mexiko besuchen. Aber vielleicht möchtest du etwas origineller sein als die. Wenn ja, ich habe einige einzigartige, Ziele, die dein Interesse wecken könnten. Bevor du mit der Arbeit an deiner völlig einzigartigen Reiseroute beginnst, klicke auf die Schaltfläche Abonnieren und klingel die Benachrichtigungsglocke, um sich uns auf der Sonnenseite des Lebens anzuschließen. Zählen wir runter von Nummer 11. Die Republik Maldivant. Im September 2008 eroberten ein ehemaliger Lastwagenfahrer und seine Anhänger eine winzige Insel im Mittelmeer vor der Küste Sardiniens und erklärten sie zu einem unabhängigen Staat. Die Republik Maldivant ist wie viele andere auf dieser Liste eine Mikronation. Das bedeutet, dass ein solches Land, obwohl es in den Augen seiner Gründer und Bürger ein unabhängiger Staat ist, von keiner großen internationalen Organisation oder anderen Regierung anerkannt wird. Die Insel ist nur 2 Kilometer lang und 0,8 Kilometer breit und verfügt über einige erstaunliche römische Ruinen. Die Aktivisten besetzen die Insel und nennen sie die Republik Maluentu, so lautet der sardische Name für Maldivant. Die neue Nation wurde für steuerfrei erklärt und nach Angaben des selbsternannten Präsidenten wollten sofort über 300 Menschen ihre Bewohner werden. Nummer 10. Die Republik Lakota. Diese indianische Mikronation umfasst ein ziemlich beeindruckendes Gebiet von 200.000 Quadratkilometern. Sie erstreckt sich über Nord- und Süd-Dakota, Nebraska, Wyoming und Montana mit der größten Stadt Omaha, Nebraska. Wie es dazu kam, begann alles mit 4 Aktivisten, die sich die Lakota Freiheitsdelegation nannten. Sie gingen 2007 nach Washington D.C. und kündigten ihren Wunsch an, sich aus den Vereinigten Staaten zurückzuziehen. Sie hofften, dass die Unabhängigkeit es ihnen ermöglichen würde, sich als Nation weiterzuentwickeln und ihre Sprache und Kultur besser zu bewahren. Ein Bürger dieser neu vorgeschlagenen Republik zu werden, sollte für jeden, der bereits innerhalb der Grenzen lebt, ziemlich einfach sein. Sie würden jeweils einen neuen Pass und Führerschein bekommen, wenn die Nation offiziell anerkannt würde. Nummer 9. Das Königreich Eleore. Dieses winzige Königreich befindet sich auf der Insel Eleore, die offiziell zu Dänemark gehört. Die Insel wurde 1944 von einigen Schullehrern aus Kopenhagen gekauft, um auf ihr ein Sommerlager einzurichten. Dann erklärten sie das Gebiet für unabhängig und nannten es ihr Königreich. Über die 15.000 Quadratmeter regiert Leo III. Und sie hat etwa 260 Einwohner. Wie jedes Land oder jede Nation hat auch Eleore seine eigenen Regeln und Traditionen. Die wahrscheinlich interessanteste von ihnen ist ein Verbot von Daniel Defoes berühmtem Roman Robinson Crusoe. Ich wette, es ist zweifellos schlecht, wenn du es am Freitag liest. Lass uns mal sehen. Sie haben eine Flagge, ein Wappen und ihr eigenes Motto. Lasst uns einander helfen. Das Königreich hat auch seine eigene Zeitzone, die 12 Minuten hinter der dänischen Zeit liegt. Die meisten Ortsnamen in Eleore klingen nach Parodien von Städten in Dänemark und das gleiche gilt für die Regierung und die Titel des lokalen Adels. All dies macht deutlich, dass die ursprüngliche Idee der Schöpfer des Königreichs darin bestand, eine Parodie auf das dänische Regierungssystem und die Tradition zu schaffen. Nummer 8. Die Republik Osupis. 1996 gründete eine Gruppe litauischer Künstler das Zentrum für alternative Künste in der Nähe der Hauptstadt Vilnius. Ein Jahr später riefen die Einwohner des Bezirks die Republik Osupis aus. Der lebenslange Präsident des Landes ist Romas Lileikis, ein litauischer Dichter, Musiker und Filmemacher. Wie jeder richtige Staat hat auch Osupis eine Verfassung. Wenn du diese Mikronation jemals besuchst, geh unbedingt in die Paupiostraße, wo du die Verfassung in 22 Sprachen an einer Wand lesen kannst. Einige der bemerkenswertesten Artikel sind die Artikel 16 und 17, die lauten: Menschen haben das Recht, glücklich zu sein. Und Menschen haben das Recht, unglücklich zu sein. Okay, es gibt auch Artikel 37, der besagt: Die Menschen haben das Recht, keine Rechte zu haben. Und Hundefreunde werden Artikel 12 zu schätzen wissen, der lautet: Ein Hund hat das Recht, ein Hund zu sein. Danke, Kapitän Neumalklu. Zufällig oder nicht zufällig wird der Nationalfeiertag dieser kunst- und freiheitsliebenden Republik, der Osupis-Tag, am 1. April gefeiert. Wer hätte das gedacht? Nummer 7. Westarktis.
Das Großherzogtum Westarktis, heute offiziell das Protektorat Westarktis, wurde im November 2001 von dem ehemaligen Seemann Travis McHenry gegründet. Es liegt in der Westantarktis im Mary Bird Land, dem einzigen neutralen Gebiet des immerkalten Kontinents. Es umfasst eine beeindruckende Fläche von 1.600.000 Quadratkilometern und hat eine eigene Flagge, ein eigenes Wappen und eine eigene Währung, die Eismark. Bis heute haben sich etwa 300 Menschen als Bürger der Westarktis registriert, obwohl sie dort aus offensichtlichen Gründen nicht wirklich leben. Obwohl diese eisige Mikronation nicht als offizielles Land anerkannt ist, hat sie doch ein Honorarkonsulat in Nerja, Spanien. Nummer 6. Die Muschelrepublik. Möchtest du Bürger der Muschelrepublik werden? Alles, was du tun musst, ist einen Pass zu kaufen. Beachte dabei, dass du ihn wahrscheinlich in Sanddollar bezahlen musst, der offiziellen Währung des Landes. Naja, dein Pass wird ein Souvenir sein, aber das macht ihn nicht weniger cool, oder? Die Muschelrepublik und ihre 15,4 Quadratkilometer großes Territorium wurden im April 1982 vom Bürgermeister von Key West, Dennis Wardlow, in den Florida Keys ausgerufen. Es hat seine eigene Armee, Marine, Luftwaffe und einen Flughafen, um mehr Touristen an diesen einzigartigen Ort zu bringen. Nummer 5. Ladonia. Die Mikronation Ladonia befindet sich auf dem Gebiet des Naturparks Kullaberg in Südschweden. Seine Unabhängigkeit wurde im Juni 1996 vom Künstler Lars Vilks ausgerufen. Ladonia hat eine lebenslange Königin und einen Präsidenten, der dreimal im Jahr gewählt wird. Übrigens, die Position des Vizepräsidenten ist derzeit unbesetzt. Wenn du also schon immer einer werden wolltest, ist jetzt deine Chance. Das wohl interessanteste an Ladonia sind die Nimes und Arks, zwei riesige Skulpturen, die an der Küste des Parks stehen. Sie sind auf keiner Karte markiert, aber dennoch ein sehr beliebtes Reiseziel. Heute sind mehr als 20.000 Menschen weltweit Bürger Ladoniens, von denen keiner tatsächlich auf dem Territorium lebt. Wenn du einer von ihnen werden möchtest, kannst du dich online bewerben, indem du ein Formular ausfüllst und erklärst, wie du persönlich zur Entwicklung Ladoniens beitragen kannst. Sobald du das getan hast und eine Bearbeitungsgebühr von 26 Euro zahlst, erhältst du das Staatsbürgerschaftszertifikat. Nummer 4. Wirtland. Wirtland hebt sich sogar auf einer Liste von extrem einzigartigen Orten ab. Es beansprucht kein physisches Territorium, da diese Nation ausschließlich internetbasiert ist. Sie wurde im August 2008 gegründet und hat heute über 8000 Einwohner. Die Idee von Wirtland ist es, eine selbsttragende Gemeinschaft mit Meinungsfreiheit und Beschäftigungsmöglichkeiten für kreative Denker aufzubauen. Nummer 3. Das Königreich der Liebenden. Das Königreich der Liebenden wurde von einer BBC-Dokumentation aus dem Jahr 2005 mit dem Titel Wie man sein eigenes Land gründet inspiriert. Es wurde im selben Jahr vom Komiker Danny Wallace gegründet, der seine eigene Wohnung in Bow, East London, zum Territorium dieses neuen Staates erklärt hat. Er nannte sich auch zum Herrscher über dieses Land. Wallace schickte Tony Blair sogar eine Unabhängigkeitserklärung, um zu beweisen, wie ernst es ihm damit war. Das Königreich der Liebenden ist teilweise internetbasierend, sodass du dich seinen 58.000 Bürgern anschließen kannst, wenn du willst. Du kannst dafür auch ganz einfach eine Botschaft in deinem eigenen Zimmer oder einem anderen Gebäude gründen. Alles, was du tun musst, ist dort ein Foto mit der Flagge von Lovely machen und du hast dir selbst eine Botschaft gebaut. Nummer 2. Asgardinien. Die Gründung von Asgardinien wurde erstmals im Oktober 2016 vom russischen Wissenschaftler und Geschäftsmann Igor Ashurbeyli angekündigt. Die Besonderheit dieses Landes ist seine ungewöhnliche Lage. Auf dem Satelliten Asgardia 1, der Ende 2017 gestartet ist, schwebt es im Weltraum. Es speichert bereits die Daten von Hunderttausenden von Menschen, die Asgardisten werden wollten und es geschafft haben, die Weltraumbürgerschaft zu beantragen. Wenn du Asgardia im Weltraum verfolgen willst, besuche die offizielle Website von Asgardia. Nummer 1. Surtsey. Im Gegensatz zu den anderen Orten auf dieser Liste ist Surtsey keine Mikronation. Es ist eine Insel mit einer Fläche von etwa 1,4 Quadratkilometern, die vor der Küste Islands liegt. Es ist jedoch genauso einzigartig, wenn nicht sogar legendär, denn es ist eine Mikroerde. Die Insel entstand nach einer Reihe von Vulkanausbrüchen, die von 1963 bis 1967 stattfinden. Und es ist im Grunde genommen ein Modell der Erde für die langfristige biologische Forschung. Deshalb kannst du es nicht wirklich besuchen. Es sei denn, du bist ein Wissenschaftler mit einer Sondergenehmigung. Es ist ein sehr einzigartiger Ort und eine ehemalige Chance für Geologen, Biologen und Ökologen zu verfolgen, wie Pflanzen und Tierleben das Gebiet besiedeln. Ein gründliches Studium von Surtsey kann helfen, neue Erkenntnisse über die frühe Entwicklung unseres Planeten zu gewinnen,
was für uns alle definitiv aufregend ist. Also, liebe Sonnenseiter, welche dieser Orte möchtest du besuchen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, diesem Video ein Like zu geben, wenn du etwas Neues gelernt hast, es mit deinen Freunden zu teilen und auf Abonnieren zu klicken, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.